Abends. Die Region setzt auf die EWF nicht nur im Bereich der Energie, sondern auch in vielfältigen Aktivitäten, Sponsor vom Verein und hier in diesem Fall so Wettbewerb. Sie selbst standen schon kleineren Energieversorgern vor. War das da auch so üblich? Also so klein waren die gar nicht. Also es war ja die Mainova, da haben wir das natürlich auch gemacht. Wichtig ist immer, als Energieversorger bringt man nicht nur Energie in die Region, die nachhaltig und sicher und bezahlbar ist, sondern möchte ja auch noch ein bisschen mehr geben. Und deswegen das Thema, das Motto, wir bringen Energie auf die Bühne, haben wir hier wunderbar umgesetzt. Wir bringen Energie in das Leben und dann auch Energie auf die Bühne und ins Altstadtkulturfest. Deswegen war uns das eine Herzensangelegenheit, das entsprechend auch hier so umzusetzen. Okay. Ich wollte das also nicht mit der MBW oder E.ON oder Vattenfall, die etwas größer mit Deutschland vergleichen. Wie wichtig ist die Integration nicht nur, ich sag mal, Dienstleister und Lieferant? Die EWF macht ja wesentlich mehr als Strom, Gas, Wasser zum Teil und auch Glasfaser, aber trotzdem als kommunales Unternehmen hier die Integration in der Region zu sein. Ja, das ist, also eigentlich haben Sie es ja wunderbar beschrieben, genau das ist unser täglicher Antrieb. Wir sind der Energieversorger aus der Region für die Region. Wir sorgen dafür, dass Strom, Gas, Wasser, Wärme, alles fließt. Natürlich auch unser Lösungsgeschäft, wo wir den Kunden helfen wollen, dann ihre Klimaziele zu erreichen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir hier die Bands aus der Region für die Region entsprechend auch mit unterstützen. Ja, Patrick, WLZ, Waldeckische Landeszeitung, ist stark in Nordwaldeck vertreten in der Region. Wie kommt man auf die Idee, so einen Bandwettbewerb zu veranstalten? Ja, wir sind innerhalb der WLZ die Medienabteilung und wir arbeiten mit dem EWF schon länger zusammen, auch als Dienstleister. Und der Anspruch war, welche Aktion können wir gemeinsam machen? Und dann ist einem natürlich das verbindende Glied der Musik eingefallen, was keine Altersgrenzen kennt. Habt ihr eigentlich mit dieser Resonanz gerechnet? Die Resonanz hat uns selbst überrascht, aber muss man sagen, wir wussten, dass es eine starke Musikszene gibt, aber wir wollten sie nur wachküssen. Jetzt sage ich als Südkreis im Wunder, es ist der Nordkreis, der hauptsächlich vertreten ist, obwohl es auch im Südkreis den Aufruf gab. Ne? Den Südkreis haben wir auch den Aufruf mit der Partnerzeitung der HNA gemacht. Jedoch von der Bandstruktur her war es wirklich breit gefächert von Battenberg bis Bad Zwesten, also das komplette Geschäftsgebiet der EWF war mit Bands vertreten. Das hat uns sehr gefreut. Wird es ein Folge-Event geben in die Richtung? Auf alle Fälle wollen wir ein Folge-Event machen, vielleicht mit anderen Regularien, aber die 43 Bands haben uns jetzt alle so beflügelt, das muss weitergemacht werden. Vielen Dank. Ja, wir haben hier die drei Sieger des WLZ-EWF Band Contest. Einzelsieger, der Niklas Behle. Wie fühlt sich das an? Ja, prima. Also ist auf jeden Fall überraschend, aber ich freue mich total, dass ich trotz meiner kurzen musikalischen Geschichte, sage ich mal, jetzt schon einen dritten Platz hier machen kann. Ist klasse. Und geht's weiter mit der Musik? Ja, klar. Also ich mache total gerne eigene Musik und da möchte ich jetzt auf jeden Fall neue Songs rausbringen und produzieren. Ja. Der starke Kaffee, Strange Coffee, wie kommt man auf so einen Namen? Ah, den Namen, den gibt es tatsächlich auch schon seit 20 Jahren. Ist ein bisschen so dadurch entstanden, dass wir bei den Proben auch unheimlich viel Kaffee getrunken haben. Und so ein Bandname ist nicht einfach zu finden und so hat es sich irgendwie durchgesetzt und so über die Jahre hat es sich etabliert. Selbst überrascht, dass man so hoch gestiegen ist? Ja, waren wir wirklich. Also ich bin ja heute stellvertretend für unsere 5 Jungs da. Die anderen haben leider keine Zeit wegen Arbeit. Wir haben nicht damit gerechnet und haben uns natürlich umso mehr gefreut, dass wir es so bis in die Top 3 geschafft haben. Super. Ja, und die Sieger, Beat Cuisine. Schöne Mischung aus Englisch und Französisch. Also englische Musik und französische Küche oder wie kommt man darauf? Also der Gründungsname, die Gründungsmitglieder der Band waren alles Köche, daher wurde so ein bisschen der Bandname und wir sind die Rhythmusküche. Mit dem Namen fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Wenn man dann auf der Bühne steht und erfährt, dass man also diesen Bandcontest gewonnen hat, was geht da in einem ab?
pure Freude, würde ich sagen. Also wir haben ja jetzt schon mittlerweile in den letzten Jahren den ein oder anderen Auftritt gehabt, haben uns dann trotzdem beworben, um einfach mal zu schauen, ja, wie das so klappt, und waren, glaube ich, auch sehr überrascht darüber, dass es so gut gelaufen ist, und ja, durften ja dann auf den Altstadt- und Kulturfest noch spielen, und das war ein besonders schöner Kick auf jeden Fall. Ja, jetzt so an alle drei, beflügelt einen das, wenn man so eine Wertschätzung auch vom Publikum über eine Abstimmung bekommt und man sagt, ihr seid unsere Besten? Auf jeden Fall, sicher. Ja. Ja, dass man sagt, weitermachen, es lohnt sich, das Proben? Ja, klar. Eine super Bestätigung. Okay, vielen Dank und toi, toi, toi.